Hallo zusammen, wir haben heute einen ganz besonderen Gast hier, den Gino von Perform Perfect, wird auch alles in der Videobeschreibung verlinkt sein. Er ist Physiotherapeut und wir gehen heute auf die ein oder andere Sportverletzung ein. Das ersetzt natürlich nicht den Weg zum Arzt oder zum Experten, zum Physiotherapeuten vor Ort, aber vielleicht gibt es den einen oder anderen Tipp, der euch im Alltag helfen kann. Thema des heutigen Videos: Costochondritis, Schmerzen am Sternum in der Brust. Oft kommt das im Zusammenhang mit Dips. Wenn man viele Dips auf einmal macht, hier einfach ganz plötzlich das Trainingsvolumen steigert, hatte ich selbst auch mal mit zu kämpfen, daher Herzensangelegenheit von mir. Genau, das ist das Thema des heutigen Videos. Bleibt dran, es wird spannend. Los geht's! Okay, Costochondritis, Tietz-Syndrom, auch bekannt. Hast du denn schon öfter Leute deswegen bei dir in der Behandlung gehabt? Und wenn ja, was sind so die ersten Schritte, die du dann machst? Checkst du ab, dass du zum Beispiel mal den Herzinfarkt ausschließen kannst? Wie gehst du da vor? Wie du schon gesagt hast, Thema Herz sollte man überprüfen lassen, insbesondere wenn man schon eine Vergangenheit hatte mit Herzproblematiken, weil es ähnliche Symptome, einen Schmerz in der Brustregion eben auslösen kann. Deswegen das unbedingt überprüfen lassen. Es korreliert aber sehr, sehr stark mit Trainingsvolumen, wie du gesagt hast, und Intensität. Gerade was Dipmuster und horizontale Drückmuster angeht, dass da diese Probleme entstehen. Das ist eine Entzündungsreaktion von dem Knorpel, der die Rippen mit dem Brustbein verbindet. Und da ist einfach der wichtigste Punkt, den ich dir mitgeben möchte, dass du beachtest, dass die Belastbarkeit von Knorpelstrukturen im Vergleich zur Muskulatur erst über einen ganz langen Zeitraum aufgebaut wird. Bedeutet, wenn du einen Muskel trainierst, dann sind diese Anpassungen deutlich schneller, weil das ein viel weicheres Bindegewebe ist, als zum Beispiel der Knorpel, der eben diese Strukturen miteinander verbindet. Deswegen wäre die sinnvollste Herangehensweise hieran, erstmal das Trainingsvolumen sehr stark zu reduzieren. Bedeutet nicht, dass du gar nicht mehr trainieren sollst, das ist das Schlechteste, was du machen kannst. Aber bleib in Bewegung, gerne auch mit Brustwirbelsäulen, Mobilisation arbeiten, dass dieser Bereich einfach bewegt wird, aber mit sehr wenig Last. Einfach, wir wollen hier eine Durchblutungsförderung, dass die Heilungsprozesse hier vorangetrieben werden. Und dann würde ich wirklich schauen, dass du jegliche schmerzauslösende Bewegung erstmal komplett rauslässt. Weil Thema Schmerzgedächtnis, wenn du deinem Gehirn beibringst, okay, immer wenn ich dippe, tut's weh, aber ich mache halt weiter, weil ich liebe das Training und sowas, ich habe immer mit solchen Sportlern und Sportlerinnen zu tun, dann hast du eine negative Konditionierung und das wollen wir tunlichst umgehen. Deswegen bleib unbedingt in Bewegung. Wir werden gleich auch ein paar Übungen durchgehen, mit denen man da starten kann. Schmerzfreier Bereich und dann schau wirklich, dass du dein Training so sukzessive steigerst, dass diese Strukturen auch hinterherkommen. Also vor dem Knorpel haben Leute sehr häufig Probleme mit der Sehne oder mit den Bändern, was auch Strukturen sind, die länger brauchen, 10-mal so lang, 5- bis 10-mal so lang als das Muskelgewebe an sich. Deswegen probier die Belastung langsam zu steigern, auch wenn es total viel Spaß macht, wenn es geht und dann sagt man, oh, ich baller jetzt alles weiter. Nee, probier es langsam zu steigern. Ich empfehle auch immer mit Reps in Reserve zu arbeiten. Ich weiß nicht, ob das euch allen ein Begriff ist, aber in der Regel haben die Leute Lust, immer ans Maximum zu gehen. Immer sich ausreizen zu müssen, dass überhaupt Fortschritt stattfindet. Bei mir im Coaching ist es aber so, dass wir relativ selten diese kompletten Ausbelastungsphasen haben, weil man mittlerweile aus der wissenschaftlichen Sicht weiß, man muss nicht jeden Satz, jede Übung bis ans Wiederholungsmaximum gehen, um Fortschritte zu erreichen. Sowohl was Muskelaufbau und Kraftaufbau angeht. Deswegen lasst gerne immer so 2 Wiederholungen, 2 saubere Wiederholungen im Tank. Dann steigere dich auf 1 Wiederholung und dann gerne mal 1 bis 2 Wochen bei manchen Übungen auf 0 Wiederholungen im Tank. Aber dann unbedingt wieder eine Deload-Phase machen, halbes Volumen, halbe Intensität, dass wieder diese Strukturen einfach Zeit haben, sich anzupassen an diese neue Trainingsbelastung. Das erstmal so als theoretischen Hintergrund. Ja. Von deiner Seite aus dazu noch irgendwelche Fragen? Ja, ich würde es einmal kurz versuchen, was ich jetzt aufgenommen habe, in einer kleinen Checkliste zusammenzufassen. Gerne, ich rede gerne. Also erstens, geh zu einem Experten, Arzt, lass abchecken, dass du nicht irgendwas Schlimmeres hast am Herzen, wenn du hier Schmerzen in dem Bereich hast. Ja.
Dann Punkt Nummer zwei, wenn du das abgecheckt hast und es ist wirklich eine Entzündung hier im Bereich des Sternums, reduziere das Trainingsvolumen, ändere irgendwas an deinem Training. Dann der dritte Bereich, da gehen wir jetzt drauf ein, waren diese Mobilisationssachen, genau, das langsam wieder steigern. Und ich glaube, hier wäre es cool, wenn wir ein paar praktische Dinge jetzt einfach zeigen. Lass es machen. Ja, top. Cool. Okay, dann würde ich sagen, wir fangen mal an. Du hast sehr akut Probleme hier. Ich zeige dir dann, wie du das steigern kannst. Aber erstmal mit den absoluten Basic, ganz sicheren Übungen. Übung Nummer 1, wir gehen mal in den Fersensitz. Durch diese Fersensitzposition, die jetzt natürlich extrem angenehm auf diesem Boden ist, können wir die Lendenwirbelsäule ein bisschen fixieren, dass die Bewegung, die wir gleich machen, wirklich überwiegend aus der Brustwirbelsäule kommt. Wir machen jetzt Thoracic Anterior and Posterior Glides, also Gleiten der Brustwirbelsäule nach vorne und hinten. Einfach um hier ein bisschen Bewegung reinzukriegen, ohne jetzt eine große Belastung zu haben. Für dich als Ausführung lange Wirbelsäule. Du kannst gerne auch deine Hände hier vorne hinnehmen als propriozeptiven Cue, mache ich gerne. Und dann ist die Instruktion für die Bewegung, schieb deine Brustwirbelsäule nach vorne in Richtung Hände und dann probiere dich genau in diesem Bereich zu runden. Genau, der Paul macht den ganzen Tag nichts anderes, wie es aussieht. Also Ausführung ist bei ihm super. Wenn man jetzt merken sollte, boah, also hier die Rundung geht bei ihm gar nicht so gut, dann würde ich sagen, ich mache jetzt mal meine Hände hier hinten bei ihm auf die Brustwirbelsäule. Du kannst dir das vorstellen. Genau. Und dann sage ich hier, drück mal gegen mich nach hinten, gegen die Brustwirbelsäule, wenn du nach hinten gehst, wenn ich merke, dass hier einfach Probleme sind. Was der Paul auch jetzt schon sehr gut macht, ist, dass er die Atmung mitnimmt. Bei der Atmung ist es so, bei der Einatmung weiten sich die Rippen. Ich habe ihm das gar nicht gesagt, aber er hat es vielleicht schon richtig gemacht. Und bei der Ausatmung kommen die Rippen zusammen. Das ist ganz normal im Atemzyklus so. Und so kann er noch eine größere Range of Motion, also noch einen größeren Bewegungsspielraum nutzen, indem er die Atmung hier dazu nimmt. Danke, gerne Pause. Das ist die erste Übung, super easy, reduziert auch so ein bisschen die Spannung, was das sympathische Nervensystem angeht, Thema Fight, Flight or Freeze, dass man einfach ein bisschen mehr Entspannung reinbringt, was auch zu Schmerzlinderungen in sehr vielen Fällen führt. Das ist die erste Geschichte. Jetzt wollen wir den Paul aber natürlich nicht besser da drin machen, einfach im Kniestand hier Thoracic Anterior Posterior Glides zu machen. Paul sagt, ich will wieder besser Dips machen können. So, und wie gesagt, sehr häufig treten die Probleme in Stützvarianten auf, insbesondere wenn die Schulter in Streckung, also in Extension ist. Deswegen wäre die nächste Übung, geh gerne mal auf den Po. Wir machen jetzt die Table Pose, also den Tisch aus dem Yoga. Die Hände hinter den Körper. Wichtig bei all diesen Übungen ist, wirklich schmerzfrei zu sein in der Ausführung. Schultern nach hinten und dann gerne mit dem Po so weit nach oben gehen, wie es von der Range of Motion komplett schmerzfrei möglich ist. Wenn du zum Beispiel merkst, du gehst nach oben und ab hier nicht mehr so angenehm, dann würde ich dir vorschlagen, geh einfach nur vom Boden bis ungefähr hier hoch. Kurz bevor du merkst, ah, hier wird es unangenehm und dann mit der Zeit den Bewegungsspielraum zu steigern. Und da kann man dann auch so arbeiten, dass man zusätzlich zu dieser Stützaktivität hier in der Brustwirbelsäule Aktivität reinbringt. Deswegen geh mal gerne so in den halben Stütz. Bleib mal hier. Und jetzt probier mal über die Bewegung vom Schultergürtel mehr Brustwirbelsäulenstreckung und Beugung wieder rauszuholen. Dass wir spezifischer in diesem Stützmuster mit dem Arm hinter dir hier Mobilisation im schmerzfreien Bereich reinbringen. Weil wir wollen deinem Gehirn ja mitteilen, hey, Paul, du kannst stützen mit den Armen hinter dir, ohne Schmerzen zu haben. Pause. Das ist so die zweite Variation, wie man da ein bisschen mehr Belastung reinbringen kann, aber in einem sehr sicheren Setting. Weil beide Füße, beide Hände auf dem Boden, fühlt man sich sehr safe. Jetzt zeige ich dir noch die dritte Möglichkeit, weil Paul möchte ja an den Ringen besser werden und nicht einfach nur auf dem Boden. Deswegen stehen wir mal auf. Da würde ich dir empfehlen, ähnlich wie jetzt hier bei dieser Variante zu arbeiten, erstmal mit einer sicheren Ausgangsposition. Dazu würden wir die Ringe ein bisschen weiter nach unten lassen, dass du Dips ausführen kannst mit Unterstützung von den Füßen. Lass uns die gerne mal ein bisschen nach unten machen. Lass mal einfach mal so. Ja. Paul geht jetzt in den Stütz hier an den Ringen rein.
Genau. Wie gesagt, Füße unterstützen. Er hat wieder eine gute Position vom Brustkorb. Und jetzt lässt er sich langsam einfach in den Dip runter, so wie es sich für ihn schmerzfrei gut anfühlt, und drückt sich dann wieder hoch. Und da kann er sehr gut selbst einschätzen, wie viel Gewicht nehme ich denn jetzt über die Beine ab und wie viel mache ich über die Arme. Und so kannst du es sehr schön progressiv steigern. Aber wenn du merkst, okay, ich nehme jetzt ungefähr 50% mit den Beinen ab, geht alles schmerzfrei, dann probierst du mit der Zeit immer weniger über die Beine zu machen und mehr über die Arme, damit wir deinem Nervensystem, wie gesagt, beibringen können, du kannst diese Dip-Bewegung ausführen, ohne Schmerzen zu haben. Ausführung ist top, kannst gerne aufhören. Und das sind so, ich würde mal sagen, drei einfache Stufen, die du durchwandern kannst. Da gibt es natürlich eine Million Variationen. Aber so vom Prinzip her, ich möchte dir Prinzipien vermitteln, keine Protokolle, dass du erstmal mit schmerzfreier Belastung ohne Widerstand anfängst, im Sinne von Anterior Posterior Glides. Ob du das jetzt im Vierfüßlerstand oder im Fersensitz oder was weiß ich was machst, ist eigentlich egal. Einfach vom Prinzip her. Dann leichte Stützaktivität reinbringen in einem sehr sicheren Setting. Haben wir jetzt eben die Table Pose dafür benutzt. Aber dann ganz wichtig, dass du irgendwann wirklich auch an die Ringe dran gehst. Das ist so ein Problem, was ich in der Physiotherapie immer sehr häufig sehe. Leute haben spezifische Probleme bei einer Übung. Jetzt könnte der Paul zum Beispiel normal dippen, wenn er am Parallels wäre, aber an den Ringen hat er immer Probleme. Dann muss man ihm an den Ringen beibringen, das schmerzfrei ausführen zu können, und das fehlt meistens. Deswegen sollte es immer damit enden. Ganz wichtig. Es gibt ja jetzt bestimmt auch Leute, die haben, der Dip klappt vielleicht, aber bei Liegestützen hätten sie das Problem. Die Herangehensweise wäre die gleiche, dass wir nicht in der Horizontalen, sondern dann anfangen würden, hier oben vielleicht die Liegestütze zu machen. Ganz genau. Okay. Zur Bewegungsausführung vielleicht noch ein bisschen was und zur Intensität. Soll ich wenn heruntergehen, die exzentrische und die konzentrische kontrolliert, soll ich hier diesen Dehnungsverkürzungszyklus mitnehmen oder soll ich hier wirklich versuchen, in der Endposition das Ganze guter langsam Punkt. Und kontrolliert guter auszuführen? Punkt. In der Regel geht man von Isometrie zu Exzentrik zu Konzentrik zu Explosivität. So von der Reihenfolge. Bedeutet, Isometrie halten. Du würdest erstmal rein so halten, lernen schmerzfrei, dann so halten, lernen schmerzfrei. Und danach fangen wir mit der negativen an, weil wir in der negativen 120% unserer Leistungsfähigkeit in der Regel abrufen können. Ihr wisst es als Sportwissenschaftler selbst, dass man hier schön langsam kontrolliert nach unten gehen lernt. Dein Körper lässt sich nämlich nur so schnell und so leistungsfähig sein, wie du auch abbremsen kannst. Ganz wichtiger Punkt. Danach in die Dynamik. Konzentrik gehen bedeutet, einen negativen Dip zu machen, schön kontrolliert und dann die auch mitnehmen. Und jetzt die vierte Phase ist Explosivität. Man weiß, Thema Dehnungsverkürzungszyklus, wenn man da die Sehne mit dazu nimmt, dass man dann nochmal mehr Leistungsfähigkeit abrufen kann. Wir wollen diese Belastung am Anfang aber ja erstmal rausnehmen. Dass hier so ein starker Stretch draufkommt, deswegen erstmal rein über Muskelaktivität. Die Sehne gehört natürlich auch zum Muskel. Aber ohne diese Sehne so auf extreme Spannung zu bringen, arbeiten. Aber dann langfristig gesehen muss er da natürlich hin. Weil diese Leistungsfähigkeit will er ja abrufen. Wenn er da jetzt aber immer nur 4 Sekunden Exzentrik macht und 1 Sekunde Konzentrik, dann fehlt es. Und man muss spezifisch arbeiten. So viel dazu. Super. Danke dir, das war jetzt sehr, sehr viel Input. Ich hoffe, ihr konntet was davon mitnehmen und das ein oder andere ist hängen geblieben. Wie gesagt, es ist ein komplexes und großes Thema, daher würde ich euch echt empfehlen, wenn ihr Probleme habt und hiermit zu kämpfen habt und ihr kriegt das selbst nicht in den Griff, wendet euch an einen Experten. In der Videobeschreibung ist Chinos Webseite verlinkt, schreibt ihn an. Und dann hoffe ich, könnt ihr bald wieder mit 100% im Training starten und trainieren. Genau. Danke für die Einladung. Gerne. Setz fleißig um, weil das kann dir kein Therapeut abnehmen und das ist das Wichtigste überhaupt. Ja. Es werden noch weitere Videos filmen mit Chino für typische Verletzungsbilder. Daher bleibt dran. Wir gucken, ob wir hier gleich eins in den Infokarten verlinken. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao. Ciao.